bist du es? Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einmal wollte mein Freund mich zum Besuchen kommen und er hat sich verspätet. Und ich habe einfach so zu Hause was gemacht und so weiter. Und plötzlich hat es an der Tür geklingelt. Dann habe ich den Hörer genommen und dann habe ich einfach gefragt, bist du es? Dann hat er gesagt, ja, ich bin es. Dann habe ich ihn reingelassen. Eine Frage, die gleich eine Antwort hatte. Bist du es? Diese Frage könnten Menschen heute ganz viel stellen an die Institutionen, an Politik, aber auch an die Kirche. Wenn die Menschen heute die Frage stellen würden, du Kirche, bist du es, an der wir Hoffnung haben dürfen können? Welche Antwort würde die Kirche geben? Damals, als Jesus unterwegs war, stellt eigentlich auch Johannes der Täufer diese Frage, bist du es? Und dann sagte Jesus, ja, ich möchte nicht einfach sagen, dass ich das bin, auf den ihr gewartet habt, sondern seht einfach, was alles passiert. Und gerade das ist auch der Knackpunkt von der Antwort für diese Frage, was die Kirche heute stellen muss. Bist du es, an der wir die Hoffnung haben dürfen? Wie würde die Kirche Antwort geben? Ist die Kirche wirklich das, was sie einfach auch weiter propagiert, was sie als Dogmen oder als theologische Sätze gelernt hat? Oder dass wir als Kirche zeigen, schaut hier mal, da ist Jesus am Wirken. Da ist Gottes Geist am Wirken. In dem Sinne, was wir für die Menschen tun oder mit den Menschen im Leid und in Freude unterwegs sind, da sollen die Menschen spüren, da ist Gott drin. Die Kirche muss nicht unbedingt einfach zeigen, was ich alles als Lehrsätze habe, sondern dass die Menschen konkret spüren dürfen und sollen, dass die Kirche vom Geist Gottes geleitet wird. Bist du es? Diese Frage ist nicht nur an die Kirche, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern auch an Menschen, die wirklich eine Verantwortung übernehmen wollen oder übernommen haben in der Politik und in der Gesellschaft. Wir brauchen Menschen, die wirklich für die Menschen brennen, für die Not der Menschen da sind und für die Fragen der Menschen eine Antwort versuchen. Bist du es? Vielleicht ist es auch eine Sache, was auch in der Familie wichtig ist. Bist du der Vater, der für mich gut ist? Bist du die Mutter, die für mich da ist? Oder bist du der Opa oder die Oma, an dem oder an der ich Freude haben kann? Es ist eine Frage, die wir wirklich für die Gesellschaft ganz dringend brauchen, die auch beantwortet werden muss. Ich als Priester, als Pfarrer der katholischen Kirche möchte auch einiges lernen, dass ich durch mein Wirken, durch meine Worte nicht Menschen kränke, sondern dass ich einfach durch mein Handeln den Geist Gottes in die Öffentlichkeit bringe. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist vielleicht auch ein Werk des Advents, dass wir in dieser Bußzeit wirklich versuchen, auch Gottes Geist, Gottes Gegenwart, Jesu Präsenz in unserem Leben auch zeigen sollen. Das wünsche ich von ganzem Herzen, dass wir an diesem Gaudete Sonntag Menschen Freude schenken, Menschen Hoffnung schenken durch mein Handeln, durch unser Handeln, durch unser Wirken in dieser Gesellschaft. Und ich wünsche uns, dass es gelingt. Bist du es, wenn die Frage gestellt wird, dann können wir sagen, du siehst ja, alles läuft gerade wie Gott das machen würde, wie Jesus wirken würde. Dann wird der Welt ein Stück durch uns besser gehen. Und dafür segne euch Gott und wir sehen uns wieder. Tschüss.